Ja, neben uns Christopher Brück und Michele Di Martino. Glückwunsch, Platz 3 am Ende. Wie viel Last fällt da ab nach so einem ja bisher eher schwierigen Jahr, dann dieser tolle Erfolg heute? Ja, sehr viel auf jeden Fall. Also wir haben lange, lange darauf gewartet. Wir haben oft vor dem Rennen gesprochen, haben gesagt, wir haben immer die Chance, aufs Podium zu fahren. Und wir beide sind ungefähr auf einem Niveau vom Speed her und wir sind eine gute Fahrerkombination. Es hat nie gepasst, weil immer irgendwas am Auto war oder irgendwelche anderen Dinge. Und heute haben wir es mal zusammengebracht und dann stehen wir da, wo wir stehen müssen. Du bist auch bei euch den ersten Stint im Auto gefahren. Wie hast du denn die Startphase so erlebt? Von der 5. Position aus seid ihr ins Rennen gestartet? Ja, wir haben uns dafür entschieden, den harten Reifen drauf zu machen. Wir hätten noch Medium fahren können, haben uns aber für den harten entschieden. Da habe ich leider in den ersten zwei Runden ein bisschen verloren, weil der Reifen nicht sofort da war. Aber ab Runde 3 bin ich dann eigentlich immer Platz für Platz nach vorne gekommen, habe dann das Auto auf Platz 3 oder 4 übergeben an Michele. Und dann ging das Rennen so seinen Lauf. Michele ist dann den weiteren Stint gefahren, auch tolle Duelle auf der Strecke. Ich habe vor allen Dingen in Erinnerung halt dieses packende Duell, diesen Zweikampf mit dem Porsche von Getspeed. Einfach mal ein paar Eindrücke aus diesem Fight. Ja, es war schwierig. Ich war eigentlich durchgehend immer am Drücken bei ihm. Hatte eigentlich immer die bessere Pace. Leider wegen der Code 60 immer ein bisschen den Anschluss verloren an den entscheidenden Stellen, wo man überholen kann. Er hat es halt 3-4 Runden sich gezogen. Aber ja, es ist auch schön für den Zuschauer, ne, wenn man ein bisschen länger was davon hat. Das definitiv. Wo würdest du jetzt sagen, war der Schlüssel heute zu diesem tollen Erfolg? Ja, definitiv das Durchhalten von Allmann. Ne? Wir haben nie die Hoffnung verloren, immer einen guten Team-Spirit gezeigt, haben alles gegeben. Die Performance war eigentlich durchgängig schon da dieses Jahr. Ja, und man darf einfach nie aufgeben und irgendwann mal kommt man dann halt an solche Resultate. Und es war eigentlich klar, dass wir das erreichen können, nur ja, manchmal muss man auch Glück haben. Ne? Manchmal muss man Glück haben, am Ende wurde es belohnt. Wie lange wird heute Abend noch gefeiert? Ja, ich gehe heute in Köln schon noch ein bisschen raus. Auf jeden Fall. Mal gucken. Und bei dir? Ja, mal gucken. Das entscheidet die Freundin. Glückwunsch schon mal zum tollen Ergebnis und danke euch fürs Interview.